So, Freunde, ja, es ist passiert. Ich habe einen Kommentar bekommen unter einem 200 Kilogramm natural nicht möglich Theorie von mir. Also ich habe ein Video, also ich habe mehrere Videos, die so heißen. Und wisst ihr, ich habe seit ungefähr 9 oder 10 Jahren diese Theorie. Wir haben jetzt aktuell fast Juni 2022. Und ich habe seit, ich glaube, 2011, meine ich so ungefähr, diese Theorie. Oder spätestens 2012 habe ich diese Theorie aufgestellt. 200 Kilogramm, natural nicht möglich. Und für diese Theorie wurde ich jahrelang auch sehr stark kritisiert, beziehungsweise ja, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, okay? Ich meine, ich bin meiner Sache so gut wie zu 100% sicher. Und ich habe, als ich diesen Kommentar bekommen habe, kurz nachgedacht und hab, es kam wie, kennt ihr das, wenn ihr auf einmal so eine Idee habt, so, und ich hab seit März 2022 Kontakt per WhatsApp mit dem stärksten Bankdrücker aller Zeiten, wenn es um Raw Bankdrücken geht, also ohne Gummianzug und ohne Hilfe und so, ne, also Raw, pure Power. Daniel Samani, richtig, mein Landsmann, Perser, Iraner, Daniel Samani, und ich habe ihn per WhatsApp kontaktiert. Und ich habe meine 200 Kilogramm natural nicht möglich Theorie bestätigt bekommen. Und zwar auf Anhieb. Es kam wie aus der Pistole geschossen. Ich werde euch jetzt im Anschluss meinen WhatsApp-Verlauf mit Daniel Samani zeigen, weil einige haben mich auch die letzten Wochen, Monate, wenn ich zum Beispiel auf der Straße unterwegs war, Köln, Düsseldorf und so, gefragt, ey, du bist doch nicht wirklich jetzt mit dem in Kontakt. Doch, bin ich. Ich bin per WhatsApp seit März 2022 mit ihm in Kontakt. Hab auch da versucht, Sponsoren für ihn klarzumachen, dass er nach Deutschland kann. Dass er hier in Deutschland seinen Weltrekord auf einer offiziellen Bühne drücken kann. Aber wir hatten ja im März noch diese Unsicherheit. Ne? Werden irgendwelche Messen stattfinden können? Ich habe sogar versucht für die FIBO. Ich habe einige große Sponsoren angeschrieben. Ne? So habe auch die Antworten gespeichert, so dass, wenn was ist, dass ich das beweisen kann. Und ihr bekommt jetzt per WhatsApp... ach ja, übrigens, Daniel Samani kann so gut wie kein Englisch. Er hat natürlich auf Persisch bzw. / Iranisch geantwortet. Ich übersetze euch, wenn ihr mir nicht vertraut, sucht euch einen Perser, einen Iraner eures Vertrauens und fragt ihn, ob das, was ich euch jetzt übersetze, stimmt oder nicht. Also, die 200 Kilo und es, guck mal, der Typ hat 365 Kilogramm Raw auf der Bank gedrückt. Also, wen willst du noch fragen? Verstehst du, was ich meine? Das Ding ist bestätigt. Auf höchster Ebene, ja, und ich werde ihm die nächste Zeit auch so ein bisschen andere Sachen fragen und dann für euch übersetzen und euch auch die WhatsApp-Nachricht zeigen. Geht auf Instagram, hört euch mal ein paar Videos von Daniel Samani an und dann hört euch die WhatsApp-Nachricht an, die jetzt folgt, weil, ne, dann seht ihr auch, dass er das wirklich ist, ne, so, und der hat so eine einzigartige Stimme oder eine Stimmlage, das könnt ihr dann sehen. Wie gesagt, ich kann ihn ja mal fragen, ob er mit mir so FaceTime macht, mal so eine Fragerunde, so 15, 20 Minuten FaceTime, das werde ich dem demnächst fragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie hier unten in die Videobeschreibung, dann kann ich sie dann per FaceTime mit ihm stellen. Dann mache ich so FaceTime mit ihm und dann nehme ich ihn auf, wie er eins zu eins meine Fragen beantwortet. Also ich übersetze dann auf Iranisch, er antwortet mir auf Iranisch, ich übersetze euch das auf Deutsch. Also, hört euch die WhatsApp-Nachricht, die jetzt folgt, an. Und ach ja, ihr wisst, es gibt da so einen Nachrichten-YouTube-Kanal, der vor 3, 4 Jahren mit mir Interviews geführt hat. Und der gute Herr meinte, wenn mal von höchster Ebene so eine Antwort kommt, wie viel natural möglich ist oder nicht, dann würde er das in seiner Nachrichtensendung erwähnen. Mir geht's auch nicht um seine Nachrichtensendung an sich, sondern mir geht's darum, dass so viele Leute wie möglich diese 200 Kilogramm natural nicht möglich Theorie mitbekommen, damit sie nicht an sich selber zweifeln, wenn sie irgendwo, sag ich mal, zwischen, sagen wir mal, 130, 140 und 170, 180 hängen bleiben. Als er geantwortet hat, hat er auch geantwortet, dass 180, 190 seiner Meinung nach schon das Limit ist. Aber wenn einer sehr, sehr, sehr hart trainiert und Genetik, dann kann er sich vorstellen, dass er vielleicht noch an die Grenze der 200 kommt.
natürlich schwer genug, jahrelang genug trainiert, aber also seine allererste Antwort war eher so 180, 190. Und genau das predige ich euch seit Jahren auf YouTube. Und damals, vor 10 Jahren oder 11 Jahren, 10 Jahren, als ich diese Theorie aufgestellt habe, gab es noch keinen Daniel Samani, der irgendwie sich auf Deutsch meine Videos anguckt. Der Typ ist Iraner, versteht kein Deutsch, versteht kein Englisch, lebt sein Leben lang in Iran. Und ich hatte bis März 2022 hatte ich mit ihm nichts zu tun. Ist nicht mein Cousin, ist nicht mein Bruder, ist nicht mein Verwandter oder sonst irgendwas. Versteht ihr, was ich meine? Und zu guter Letzt, er hat noch gesagt, dass er seit circa 95 Tagen, also so sind ja jetzt 3 Monate, März oder Februar oder März hat er doch die 365 gedrückt. Und seitdem hat er wieder komplett, ist er clean, das heißt, er meinte, er nimmt noch nicht mal mehr Vitaminpräparate und ist von 365 aktuell auf 280 runtergefallen. In 3 Monaten wohlgemerkt. Jetzt stell dir mal vor, er würde jetzt nochmal 3, 6 oder 12 Monate gar nichts nehmen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie der noch weiter nach unten droppen würde. Ich habe auch früher Videos gemacht, dass wenn einer schon mal so Zeugs genommen hat, auch wissenschaftlich belegt, ne, dass er sowieso neue Muskelzellen, beziehungsweise die Videos müsst ihr euch leider halt alle angucken. Ich habe eine Playlist, ne, das nennt sich Tipps und Tricks und Aufklärung. Und diese Videoreihe würde ich mir komplett mal reinziehen. Auch mal sehr wichtig, die Videos aus 2011, 2012, 2013 euch mal reinziehen. Speziell diese 3 Jahre. 2011, 12 und 13, diese Videos von mir damals, wo ich über solche Geschichten gesprochen habe. Da habe ich auch ein paar wissenschaftliche Belege dazu gelegt, dass wenn zum Beispiel jemand natural war und dann irgendwie über mehrere Monate was genommen hat oder Jahre von mir aus noch schlimmer, dass er dann gegenüber einem Naturalen einen riesen Vorsprung hat, auch wenn er das Zeug absetzt. Das heißt, nur weil jemand absetzt, heißt das nicht, dass er komplett runterdroppt auf wirklich das, was er vorher war, also als er noch natural war. Man hat, selbst wenn man absetzt, enorme Vorteile gegenüber einem Naturalen, selbst wenn man seit Jahren nichts mehr nimmt, weil sich bestimmte Zellen bilden. Aber guckt euch dazu, wie gesagt, die Videos an. Okay, also jetzt kommt die WhatsApp-Nachricht. Wie gesagt, ich übersetze euch die WhatsApp-Nachricht, aber kontaktiert einen Perser, Iraner eurer Wahl und guckt, ob ich da wirklich richtig übersetzt habe. Die Iraner, die jetzt gucken, oder Afghaner oder so, oder es gibt ja noch ein paar andere Länder, die ein bisschen iranisch verstehen. Ich glaube, Tadschiken und Afghaner und Kurden und so, die, das ist alles so, da ist persisch-iranisch die Hauptsprache. Also wie gesagt, Iraner, Afghaner, Kurden, Tadschiken, einige Tadschiken und so, ne? Das ist die Hauptsprache, ist Persisch und die sprechen so einige Dialekte davon. Es kann sein, dass die alle das verstehen, aber alle anderen müssen sich leider, wenn ihr mir nicht vertraut, dann sucht euch einen Iraner eurer Wahl. Also in diesem Sinne, nimmt den Link zu diesem Video und schickt das mal rüber auf Instagram, auf Facebook und vor allen Dingen auf YouTube, auf diese ganzen Kraftsport-News-Kanäle und die ganzen möchtegern-naturalen YouTuber, ihr wisst sie alle, ich muss die Namen nicht erwähnen, und postet diesen Link unter deren Video, wenn sie da wieder behaupten, 200 oder über 200 natural gedrückt zu haben oder auch nur 190 oder so, ne? Aber einige von denen essen ja Salat und Thunfisch und davon wirst du auf jeden Fall... Ich habe extra auch Gewicht genannt, ne? Ich habe gesagt, ein 130 Kilo Mann. Wir haben ja ein paar 80, 90 Kilo Leute auf YouTube, die behaupten, 200 natural zu drücken. Von höchster Ebene wurde Akkus Theorie bestätigt und jetzt kommt die WhatsApp-Nachricht. Ich habe genug gelabert. In diesem Sinne, abonniert diesen Kanal, liked, kommentiert eure Fragen für die FaceTime-Geschichte mit Daniel Samani, dass ich dann mit ihm vielleicht mal so eine Fragerunde mache. Ob der das macht, müssen wir noch gucken, aber ich werde ihn auf jeden Fall fragen. Kommentiert eure Fragen, teilt dieses Video, sehr wichtig. Nicht, dass unser kleiner Kreis davon mitbekommt, weil wir wissen ja alle Bescheid oder die meisten, die hier zugucken. Es geht darum, die ganzen anderen Leute aufzuklären, die ganzen jungen Zuschauer. Weil diese YouTuber, die behaupten, 190, 200 zu drücken, ja, und kein bisschen Körper irgendwie Gewicht irgendwie großartig zunehmen oder so. Da ist halt Zeugs mit am Start, ne? Also die nehmen schon so nicht erlaubte Dinger. Versteht ihr, was ich meine? Zur Aufklärung. Tragt dazu bei, liked, kommentiert, teilt das Video, das ist sehr wichtig. Bis dann, ciao.
Also, Freunde, die allererste Nachricht war am 2. März 2022. Und zwar habe ich Schwierigkeiten gehabt, diese iranische WhatsApp-Nummer irgendwie zu kontaktieren, habe es aber dann am Ende hingekriegt. Also die allererste Nachricht von mir an ihm war... Dadurch, WhatsApp-Eto peida kerdam, shod, jeder für shod. Ich habe gesagt, ich habe dein WhatsApp endlich gefunden. Dann hat er mir ein Herzchen geschickt, ne? Dann sieht man hier zum Beispiel, dass ich versucht habe für ihn per E-Mail sozusagen, hier, da reden wir über die wie heißt das hier, die Impfung. Da habe ich gefragt, ob er die Impfung genommen hat und dann, dass ich deutsche Botschaft mit Visa und so, ne, weil wir haben ja versucht, den nach Deutschland zu bringen und so weiter und so fort. So. Ja, ich bin, wie gesagt, alle paar Tage, alle paar Wochen da, mit ihm in Kontakt, ne? So, wo habe ich ihm die Nachricht geschickt? Das ist eine Frage, die sehr wichtig ist. کسی که دارو نمیزنه یعنی ناتورال یعنی بدون دارو بدون هیچی تا چند کیلو سینه پرس میتونه آدم بزنه یه آدمی بگیم یه آدمی که مثلا 120-130 کیلو وزنشه ولی دارو تو عمرش یک بار دست نزده ناتورال سینه پرس چقدر فکر میکنی میتونه آدم بزنه اونجوری سلام داداش چطور خوبی؟ بدون دارو اصلا نمیشه وزنه زد که بدون دارو طرف خیلی 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 قوی باشه 200 کیلو بزنه خیلی که نمیتونه نمیشه که بعد یه خیلی زو Da sind ein paar private Dinge, die gehören dann sozusagen. Ja, also der meinte, also ich habe extra das Gewicht genannt, ne? Extra das Gewicht genannt, 120, 130 Kilogramm, ne? Der Körper, also ich habe gefragt, wenn jemand noch nie in seinem Leben was genommen hat, wenn er 120, 130 Kilo wiegt, dann hat er gesagt, wenn es hochkommt, also wenn er sehr, sehr krass unterwegs ist, dann vielleicht 200. Und dann hat er im Anschluss gesagt, war Nemitune. Das heißt, selbst das hat er angezweifelt. Ne? So, ich lasse das nochmal laufen. Moment. Salam, du bist gut. Bedene Doru, also nicht mehr als eine Satzie. بدون دارو طرف خیلی 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 قوی باشه 200 کیلو بزنه خیلی که نمیتونه Das heißt, er hat zwar die 200 genannt, aber meinte sofort im Anschluss, wann Nemitune. Ja, das heißt, selbst die 200 ist er da stark am Zweifeln. Ja, und so sieht das Ganze aus, meine Damen und Herren. So, dann im Anschluss, guck mal, seine erste Intuition war 200, aber selbst die 200 war unamnemitune. Das heißt, selbst das kann er nicht schaffen. So, selbst daran zweifelt er. Versteht ihr, was ich meine?